Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Blood Bowl. Ja, unsere Nerdpol Chaos Squad steht vom nächsten Spiel und wir machen uns bereit zum Match. Wir spielen wieder gegen die Drowned Sharks. Und die haben ordentlich Knete zur Erweiterung ihres Kaders. Dem entgegnen wir wie immer mit einem brutal schweren Geschicklichkeitstraining für Backfisch. Die kennt das schon. Und... nein, Training fehlgeschlagen. Der Spieler kann an diesem Match nicht antreten. Das tut mir sehr leid, Backfisch. Musste aber irgendwann ja auch mal passieren hier. Okay, wir haben wieder das Untoten-Team gegen uns. Mit einem Starspieler, den wir auch schon aus dem letzten Spiel kennen. Und der Schädelkauer hat eine Agilität mehr beim Gegner. Ach du Kacke. Und wir haben keinen Backfisch mit. Naja. Hoffen wir, dass uns das nicht irgendwie teuer zu stehen kommt. Das verfehlte Training. Immerhin treten wir mit 11 Leuten an, ohne Ersatzspieler einkaufen zu mischen, weil wir haben ja seit dem letzten Spiel den Bero in unserem Team, den Minotaurus, der auch im letzten Spiel schon ordentlich gerockt hat, 2 Starspielerpunkte eingehamst hat, einige Leute über die Kante geschubst hat, wie das nun mal so rasende Leute so machen. Ich habe versucht, die Kommentatoren noch ein bisschen leiser zu stellen. Wir haben beim letzten Mal ja gesehen, dass die Mumien hier ziemlich fies sein können. Und ich glaube, es war auch gegen die, wo die Ghule hier ausgewichen sind, bis zum geht nicht mehr. Wo ist denn überhaupt dieser Schädelkauer? Hier, der hat Agilität 4. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten und so schnell wie möglich versuchen zu entsorgen. Denn ein Ghul mit Agilität 4 blocken und ausweichen ist ziemlich fies. So, hier haben wir einen Ball entreißen. Blocken, Regeneration ist okay. Hier haben wir einen mit Tackle. Ist jetzt gegen uns nicht so wild. Der hat plus 1 auf Bewegungsreichweite und Ausweichen. Okay, was hat der Ghoul hier hinten? Der hat nichts weiter. Das ist der Starspieler. Okay. Pass auf, wir versuchen das so. Wir laufen jetzt mit dem Beru hier hin, blocken den Ghoul, schieben den nach da und dann nochmal nach da und der spupst den über die Kante. Dann ist er schon mal aus dem Feld. Das ist mein Plan. Beru, komm schon. Ah, den Blitz versaut. Ah, das wäre so cool gewesen. Im ersten Zug direkt hier den schlimmen Ghoul hier wegmachen. Aber es hat nicht sollen sein. Hat nicht sollen sein. So, hier ein Block gegen den. Okay. Der Elori, das blockt den. Ist auch sehr gut. Knochenbrecher. Ja. Die Mumie. Schicken wir den Reg zur Mumie? Ich weiß jetzt ja nicht. Wir machen hier mal einen 1er Block. Mit dem N-Guy. Umbrin liegt schon wieder auf der Nase, ohne dass er irgendwie groß was machen kann. Komm, Bini, hau den Zombie. Braver Bini. So, komm, Reg, du musst die Mumie stoppen. Was kann denn die Mumie überhaupt? Die kann unterstützen und Knochenbrecher haben die halt alle. Haben die alle? Ja.
Der Ghoul kann nur ausweichen. Ah, das wäre so gut gewesen hier mit dem Bero. Muss ich ein ernstes Wörtchen mit dem Bero reden. Dass der mir hier so den Gehorsam versagt. Wenn ich als Trainer sage, du läufst da hin und blockst den weg, dann muss der das doch machen. Unsere Chaoskrieger werden wieder ordentlich vermöbelt. So. Bero, dahin schieben, dahin schieben. Reicht jetzt nicht. Jetzt ist er relativ sicher hier. Wir könnten den nach da schieben. Ja, könnten wir. Wir können das immer noch machen. Erstmal stehen wir auf hier, weil nachher klappt das alles nicht und dann haben wir hier eine am Boden liegende Linie an Spielern. So, Max, ganz frischer Knochenbrecher. Okay, hau ihn selber schon raus. Aus dem Feld. Komm Max, schaffst es. Nee, schafft er nicht. So ein Ärger. So, aber... Hier haben wir doch irgendwo auch noch einen Da haben wir noch einen Knochenbrecher gegen den. Ja, schön. Weg mit dir. Und hier ist der Zu. Der hat einen Einserblock gegen den. Ja, schön alle zu Boden schicken. Das sieht gut aus. So. Was machen wir jetzt mit dem Bero? Die Mumien könnte ich, wenn er nur schieben, ja, dann habe ich einen Block gegen mich sogar. Es sei denn, ich schiebe den von hier. Hm. Komm, Bero, versuch mal eine Mumie aus dem Weg zu räumen. Siehst du, das will er machen hier. Mumienmarker. Und? Na, hast auch schon mal besser geblockt, Bero. So, ja. Wir bleiben trotzdem so stehen. Der gute Koali macht mal ein bisschen auf dem Backfield ein bisschen Druck hier. Versucht mal die gegnerischen Linien zu umlaufen. Und dann schauen wir mal, wie sich hier die Ghule hier verhalten. Der Agility 4 Ghule liegt Gott sei Dank im Dreck. Kann diese Runde nichts machen. Der gute Schädelkauer. Das ist natürlich jetzt hier ein Moshpit, da ist der Bero auch nicht so super gut drin aufgehoben, weil er hat auch nur Agility, Panzerung 8, wie ihr gerade gesehen habt. Also Chaos-Teams relativ anfällig für Verletzungen eigentlich. Also bis auf die Chaos-Krieger mit Panzerung 9. So, der Ball immer noch kurz vor uns, Bero am Boden. So, wir könnten mit Koali hier einen Blitz machen. Weiß nicht, ob das was bringt. Nee. Lass mal stecken. Wir haben hier nämlich noch einen Knochenbrecher Max Monster, der gegen den eigentlich ganz gut aussehen könnte. Sehr schön, komm, hau ihn aus dem Latschen. Max holt sich den Ball, sehr gut. Und dann versuchen wir den Ganze hier ein bisschen zu blocken. Zwei Knochenbrecher hier stehen. Das ist gut. So, hier hauen wir jetzt erstmal ein bisschen die Zombies kaputt. Hier zu aufstehen, nicht im... Und dann holen wir uns hier noch ein paar Unterstützer nach vorne, weil die werden wir gleich brauchen. Vor allen Dingen auch gegen den hier. So. Ist das jetzt ein Einserblock? Ja, ist ein Einserblock. Ja, schieben wir den nur noch daneben. Zack. So. Das ist ein Block gegen uns. Was kann uns da passieren? Wir haben eigentlich nur auf der 1
ein schlechtes Ergebnis. Machen wir. Ja, perfekt. Kein Wiederholungswurf. Zack. Und der Bero ist damit... Ne, ist der Bero ist nicht frei, aber... Ja, der Allegedity-4-Ghoul ist noch hier hinten. Ah, schön weit weg vom Ball. Ist okay. Ich will den Touchdown ja machen. wird der Beanie umgehauen? Ne, ist der Ratch, der umgehauen wurde. Der Startspieler mit dem Blitz. Gegen den Ball. Und Ball entreißen. Ah, Gott sei Dank konnte der Ghoul auch nicht den Ball fangen. Das ist ziemlich random immer, wenn der Ball irgendwie hier rumscattert. So, aufstehen. Aufstehen. So, hier haben wir einen Knochenbrecher. Der haut den Ghoul jetzt weg. So nicht. So nicht. Naja, zumindest vom Ball weg. So, und dann haben wir hier einen Zweierblock gegen den. Okay. Nachrücken. Nein, wir rücken mal nicht nach. Einserblock hat jetzt Stärke 4. Hm. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hier, weg mit dir. Wir brauchen noch mehr Leute hier hinten. Zu einmal noch kurz Richtung Ball, bitte. So, der Einserblock gegen den Spieler hier. Sehr gut, passiert. So, und dann haben wir einen Koali, der den Ball aufhebt, hoffentlich. Komm. Ach nee. Ach, Koalas mit ihren kleinen Patschepfötchen. Naja. Aber ist euch aufgefallen, der Umbrin hat heute noch keinen Block versaut. So. Der Bero ist frei. Könnte den hier nach da schieben, aber es bringt nicht viel. Schade. So. Hier haben wir einen Zweierblock gegen den Ghoul. Dann machen wir den nochmal. Sehr schön. Starspielerpunkte durch Knochenbrecher. Jo, der Mischka. Natürlich wieder der Mischka. Wer sonst? Ja? Den anderen Ghoul hauen wir jetzt auch mal mit Knochenbrecher aus den Latschen. Komm, 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 komm. Alter, leider ausweichen. Nee, schade. Aber zumindest vom Ball weg. So, weg vom Ball. So, dann stellen wir den zu, nehmen den Ball für alle Fälle. So, Beru. Hier, einmal bitte den... Ach nee, wir haben ja schon geblitzt. Dann hol dir den... Na. Der ist heute nicht gut drauf. Der ist einfach nicht gut drauf heute. So. So. Und... Zu Boden. So, jetzt versuchen wir mit Koali nochmal den Ball aufzuheben. Ah, diesmal klappt's. So. Go for it. Jawohl. Jawohl. Das ist der Touchdown. Sehr, sehr schön. Der Ghoul ist auch nicht regeneriert. Sehr gut. Und er bleibt auch liegen. Auch sehr schön. Det hilft uns. Det hilft uns. So. Unsere Line steht gut. Und wir werden hier mal wieder kicken. Der gute Bero macht das. So. Jetzt müssen wir noch zu einen Touchdown schaffen. Dann hat er auch einen sicheren Aufstieg.
Aber das werde ich, glaube ich, diese Halbzeit nicht mehr schaffen. Ja. Das war ein ziemlich ungeschickter Block, würde ich mal behaupten. So. Hier, Umbre, zeig mal, dass du gut blocken kannst und Leute aus der Latschen hauen kannst. Nee, natürlich nicht. Nee. So, wir probieren hier wieder Leute aus dem Feld zu schieben. Das kann noch klappen hier. Ja, so klappt das nicht, aber fast. So, und dann läuft der mal dahin. Alles klar. Läuft noch da. Schön den Typi wegblocken. Hier haben wir Stärke 4. Wir brauchen 2 Tiermenschen da in der Gegend. 1 mit einem Go for it. Ah, der hat unterstützen, ne? Das wird also nicht klappen. Dann machen wir hier mal einen 1er Block. Ja, läuft. So, super. Sehr gut. Der kann mal durchlaufen, der gute Bini, und mal ein bisschen Druck auf den ballführenden Spieler machen. Hier haben wir noch einen Knochenbrecher. Der kann sich mal hier hinten um den Ghoul kümmern, der Mischka. Und Koali gerade frisch mit dem Aufstieg versorgt hier gegen den Zombie. Und dann schauen wir mal, was der Gegner macht. Mit seinem Ballbesitz da hinten. Na? Der Starspieler kommt nach vorne. So nicht, mein Freund. So, dann werden wir jetzt hier mit dem... Ach nee, komm, Beru. Hier, wir schieben den nach da und dann aus dem Feld und hoffen, dass er sich verletzt, wenn er von den Fans verprügelt wird. Aber anscheinend nicht. Schade, schade. So. Hier waren, die haben alle unterstützen, das ist nicht so cool. Bini macht hier mal die Unterstützung. Und hier geht ein Knochenbrecherblock gegen den Ghoul. Sehr schön. Komm, hau ihn aus dem Feld. Ah, nee. Aufheben. Yes. 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 Das könnte sogar noch einen Touchdown geben hier. Komm, Eloridas raus und den Ghoul ein bisschen aufhalten hier. Sehr schön. Die stehen hier ganz gut. Hier kann man einen 1er Block machen. Und yes, mit Knochenbrecher wieder ein Starspieler-Hagel für... Wer ist das gewesen? Der Max Monster. Ja, hat sich doch der Knochenbrecher schon gelohnt, den wir ihm gekauft haben. Hier haben wir noch einen 1er Block. Geblocken gegen Blocken. Okay, Rundenende. Ihr seht schon, die Chaoskrieger, die da vorne mal an der Linie stehen, die kriegen echt wenig Starspielerpunkte zusammen. Tackle durchbrechen. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber er ist immer noch drin, glaube ich, der Touchdown. Ja, der ist noch drin. Der ist noch drin. Mit dem Mischka hier jetzt so drüber. Oder mit dem Eloridas. Oh, dann brauchen wir 2 Go-For-Its. Und das Ausweichen. Oh. Keine langfristigen Auswirkungen. Der Umbreon aus dem Feld gehauen. Der wird uns fehlen in der zweiten Halbzeit. Zweit werden wir also in Unterzahl spielen. So, wir haben noch
zwei Wiederholungswürfe. Das kann man schaffen, Mischka. Komm. Ausweichen, aufheben und reinlaufen. Ja. Jawohl. Touchdown. Ja, Mischka ist ein Tier, ich sag euch das. Sehr schön. Eigentlich unser bester Spieler. Hat schon ohne Ende Casualties verursacht. Und jetzt halt auch mit dem sehr schönen Touchdown. Hier zwei Ghule raus, das ist sehr gut. Aber bei uns fehlt leider auch der Umbreon. So. Anstoß, Return. Wen ziehen wir denn da nach hinten? Dann muss nach vorne. Den Eloridas können wir nach hinten ziehen. Das heißt, jetzt wo uns ein Chaoskrieger fehlt, muss der Bero nach vorne an die Linie. Ich bin mir jetzt echt gerade nicht sicher, ob wir jetzt schon den Halbzeitanschluss-Return haben. Ich habe ein bisschen gepennt. Aber wenn nicht, dann ist es auch eigentlich relativ egal. Ich stelle die trotzdem alle jetzt hier auf die eine Seite. So, das heißt aber auch, dass ich ihn auch nicht nach da vorne stellen möchte. Aber wen stellen wir stattdessen hin? Wir stellen den Koali dahin. So, Knochenbrecher. Ein bisschen nach vorne noch. Nicht an die Mumie dran. Läuft. Ja, das ist unser Zug jetzt. Wir haben einen extra Wiederholungswurf. Das läuft, das läuft, das läuft. So, und dein Schieben aus dem Feld. Mit Glück. Komm, Bero. Mach's das. Schieben. Schieben. So. Ja, aus dem Feld geschoben kriegen wir ihn jetzt nicht, aber wir können ihn nochmal blocken. So. Läuft. So, jetzt müssen wir uns den Ball irgendwie holen. Lorias. Sehr schön. Und auf die andere Seite müssen wir jetzt überlaufen. Wir müssen jetzt versuchen, hier den Ghoul auch ein bisschen hier aufzuhalten. Das muss der Mischka übernehmen. So, gegen die können wir nichts machen, groß. Einer läuft noch da. Und hier haben wir noch den Max Munster. Der läuft auch nochmal hier rüber. Ein bisschen zur Unterstützung gegen das, was jetzt hier gleich um die Ecke kommt, um den ballführenden Eloridas einen aufs Maul zu geben. Na gut, dass wir den da hingestellt hatten. Der zieht den jetzt ein bisschen ab hier. Der Verfluchte ist Gott sei Dank nicht ganz so fix unterwegs. Oh, ein Zombie auf der Ecke, okay. Leo, der Hausmeister. Alles klar. Mehrfachblock. Aua. Das ist die Mumie da hinten frei, läuft sich... Aber noch nichts sonderlich Gefährliches passiert. Hier die Mumie nervt ein bisschen auf der Ecke. Aber sonst... Okay, jetzt kommt der Starspieler. Gehen wir rechts rum oder gehen wir links rum? Auf der linken Seite ist halt eine stärkere Präsenz von uns. Und hier stärkere Präsenz vom Gegner, allerdings meistens mit den Zombies. Wir laufen mit dem Bero nach... mit dem Eloridas nach hier vorne, denke ich. Unterstützen hier mal den
Ein Guy mit einem... Ach, der ist gerade erst aufgestanden. Ätzend. Einserblock müssen wir machen. Läuft aber. Okay. Dann nach vorne laufen. Mit unseren Spielern. Das braucht einen Wiederholungswurf. Knochenbrecher, komm, hau ihn aus dem Spielfeld. Leider nicht. So, der Bero muss hier den Ghoul blocken. Ist das der... Das ist nicht der Vierer. Ist der überhaupt noch auf dem Feld? Ja, da unten. Verdammt. Einserblock gegen den. Perfekt. Komm, Knochenbrecher, raus mit dem. Schade. Koali hat Ausweichen. Deswegen gibt... Ach, komm! Doppel 3 plus. Oder auf 4 plus? Ich weiß gar nicht. Doppel 4 plus oder Doppel 3 plus? Ausweichen 4 plus. Hat der Tackle? Ah, der hatte Tackle. Nicht so schön. Nicht so schön. Aber gut, der Bero hat das Ganze hier wieder gedreht. Zu unseren Gunsten. So, erstmal schicken wir ihn hier rüber zur Unterstützung. Die Mumie nervt hier ziemlich rum. Also das, ach nee, das ist der Starspieler. Der Starspieler. Egal. Komm, Elori, lass einmal außen rumlaufen. Ding, 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 ding. So. Zu steht wieder auf. So viele Spieler von uns, die auf dem Boden liegen und nichts großartig machen können. Hier kann man einen Einserblock machen. Und ein bisschen herumschieben. So, und der Blitz geht gegen den Sprach-Spieler. Das müssen wir jetzt machen. So. Leider muss der Bero auch immer hinterherlaufen. Aber wir können ihn ja auch so wieder zurückschieben. Haha. So, hier der Ratch mal zur Unterstützung, weil der wird jetzt gleich wieder aufstehen. So, dann haben wir schon alles gemacht, was wir machen können. Ja, ob der Larry das schafft mit dem Touchdown, es wäre ihm zu gönnen. Es wäre ihm zu gönnen, den Touchdown. Au, 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 au. Der Zu wurde niedergeknüppelt und landet im K.O.-Bereich. Nicht gut, nicht gut. Na? Aber wir führen schon 2-0, also es kann, glaube ich, nicht mehr viel passieren, aber... Ich würde schon auch gerne irgendwie einen Touchdown machen. So, hier. Den schon mal aus dem Weg räumen. Aufstehen. Boah, wir haben so wenig Spieler gerade. So, der muss jetzt hier die Mumien ein bisschen, die Zombies ein bisschen blocken. Und Koali blockt die Mumie. So, du hast einen Einserblock gegen den. Hm. Komm. Ach, Mann, Bero. Grrr. Ätzend. Ätzend, sage ich dazu. Ätzend. So, Ballführende nach hier vorne. Dann können wir hier noch einen Einserblock machen. So. Und hier haben wir noch einen Knochenbrecher. Haben wir noch einen Blitz? Wir haben noch einen Blitz, ne? Einser gegen den. So ist es ein Zweier. Komm, Zweier Blitz gegen den.
Und jawoll. Max Monster, Knochenbrecher. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Und wir können sogar noch einen nach vorne gehen. Und jetzt gleich nochmal mehr Unterstützung Richtung Ball bringen. Der war wichtig hier. Das war sehr gut von Max. Der hat sich langsam so als Tiermensch, hat er sich dran gewöhnt. Lässt sein Zwerg, obwohl von den Skills her ist er jetzt mehr Zwerg denn je. Vielleicht fühlt er sich deswegen so wohl jetzt. Aua, der arme Beru. Na, Tackle durchbrechen. Au, oh, verpasst das nächste Match, der Koali. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Er hat einen Aufstieg schon verdient in diesem Spiel. Das nächste Spiel kann er halt nicht mitmachen. Wir haben genug Spieler. Höchstwahrscheinlich auch genug, um uns sogar noch einen extra Spieler zu kaufen. Nächste Runde. Also wenn wir es jetzt nicht total versagen, aber... So. Der Beru läuft wieder hier hin. Nein. Möchte das. Ich möchte das wieder nicht, sagt er sich. So, hier haben wir den Ratch und hier haben wir Plastiklöffel. Das heißt, wir hauen mit Plastiklöffel auf den Zombie und hoffen, dass sie den Zombie. Ja. Eliminiert, wollte ich sagen, aber nein. So, hier haben wir nur negative Blocks. Bini kann auch nicht wirklich ausweichen. Aber dem Bini kann auch nicht wirklich was passieren hier, außer meine 1. Kein Wiederholungswurf. Hinterher. So. Ihm kann eigentlich auch nicht wirklich was passieren. Kein Wiederholungswurf. Blocken. Ja, ist okay. Ja. Noch steht der Elo da ganz gut. Ja. Perfekt. Perfekt. Komm, Beru, steh auf und schnapp dir die Mumie. Perfekt. Und jawohl, aus dem Spiel. Richtig gut. Können wir versuchen... hier den Chaoskrieger nach vorne zu bringen, den Engai. Ah, immer noch nicht aus dem Spielfeld gehauen. So, hier noch ein bisschen nach vorne laufen. Der Bini. Ja, da kommt er nicht zum Ballführenden hin. Der Rest ist hier hinten. Nächste Runde machen wir den Touchdown. Ich sehe das kommen. Da muss schon viel zusammenkommen, damit der Lori das hier nicht punktet. Oh. Der arme Beanie. Aber der ist ja öfter am Boden. Hat er sich verdient in seinem ersten Spiel, wo er direkt die Geschicklichkeit verloren hat. Ja, ich bin auch überrascht, dass wir bis jetzt noch keine Toten hatten. So. Bero kann nochmal was versuchen hier. Schieben. Und... Wiederholungswurf. Ah.
Der Ghoul. Okay, jetzt ist der Zombie frei. Der läuft jetzt neben dem Ballträger. Ist noch kein Thema. Das ist jetzt schon eher ein Thema. Oh. Okay, scheiße. Wie kriegen wir das jetzt hin? Du haust den Zombie wieder weg. Mit einem Wiederholungswurf. Scheiße. Das heißt, der Elo muss auf jeden Fall ausweichen jetzt. Das führt keinen Weg dran vorbei. Und wir haben keinen Wiederholungswurf mehr. Komm, Elo, du schaffst das. Ja. Hat er sich verdient, den Jubel. 3-0. Aua, unsere ganz Koali und der Umbreon in der Casualty Box. Das sieht niemand gerne. Kommt Beru nach vorne. Jetzt, wo der Umbreon fehlt. Wo ist der Beanie? Und der Rest geht nach hinten. So. Und hier haben wir noch den Ratch, der muss auch noch hinten. Kommen wir in die Mitte, damit es schöner aussieht. So, zack. Annehmen. Perfekte Abwehr. Ich kann meine Spieler erneut platzieren. Warum stehen die überhaupt da vorne? Hier hinten sollte hin. So, und hier vorne ist eine Mumie. Da möchte ich gerne niemanden dran stehen haben. Lieber hier vor die Zombies stellen. Ja, komm, lauf. Jetzt versucht er hier wahrscheinlich wieder einen Käfig drum zu bauen. Ist mir egal. Jetzt nur keine Verluste mehr. Geht nervt. Tom, der tote Narr. Das war ziemlich risky, was er hier noch macht, hier mit dem ganzen Go-For-Its und so. Da kommt jetzt ein Einser-Block gleich gegen den Umbreon, oder? Gegen den Engai? Ja. Nein, sogar gegen den Beru. Aua, aua. Okay, nichts passiert. Puh! Die haben wir eingetütet. Und dank den 3 Goals sollte das auch eine gute Leistung am Ende bei dem bei der Gehaltsabrechnung quasi geben. So. Schauen wir mal. Ich bin auch gespannt, wer MVP wird. Gold, das war perfekt. Nein, ich möchte nicht wiederholen. So, wer ist MVP? Engar ist MVP. Ja, ja. Steigt dadurch nicht auf, aber ein weiterer Aufstieg von ihm liegt dann in greifbarer Nähe. Einige Spieler können eine Stufe aufsteigen. Das ist der Koali, der darf aber beim nächsten Mal nicht mitspielen. Gucken, was würfeln wir denn für ihn? Der kriegt Blocken. Ja, verpasst das nächste Spiel. So, jetzt haben wir 160.000 Gold und holen uns davon einen Chaoskrieger, würde ich sagen. Wir kaufen einen Spieler, nämlich einen Chaoskrieger. Und wie benennen wir den Chaoskrieger denn? Jetzt gucken wir erstmal, was gibt es da noch irgendwie hier, einen schönen... So vielleicht. Wen nehmen wir? Wer könnte vom Nerdpol einen guten Chaoskrieger abgeben? Wenn er jetzt eine Mutation mit Tentakel hätte, dann könnte man ihn Purple Tentacle nennen. Ja.
Ich glaube, ich nenne den, weil der, ich weiß, dass der auch aktiv Football spielt, nenne ich ihn Cartman. Weil der Cartman von Nerdpol, der spielt wirklich Football und ist auch, glaube ich, jemand, der vorne mal allein steht. Und das wird der Chaoskrieger hier ja auch machen. Also, Cartman, willkommen im Team. Als Chaoskrieger. Okay, dann haben wir den Ausfall von Koali dann als auch ganz gut wieder reingeholt. Was wir mit dem Beanie jetzt machen, der hat jetzt natürlich vorne an der Line nicht mehr so den Platz, es sei denn, wir funktionieren hier den Engel ein bisschen mit seiner Agilität 4 um zum Werfer, was ein bisschen schade ist für so einen Chaoskrieger. Mit 25 Starspielerpunkten, 2 Touchbonds für den Inga und er ist aufgestiegen. Es wird kompliziert, ihr werdet sehen, was ich mache beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blood Bowl! Bis dahin, Herr tschüss! Meow, 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 meow